Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Wir haben noch in den Zähnen ein bisschen Schokolade klemmen. Ich habe nämlich gerade einen Snickers Crunch reingezogen. Und noch ein Stück Wasser hinterher. So. Wir waren ja hier stehen geblieben. Und haben versucht, da irgendwie reinzukommen. Das war dumm. Okay. So nicht. Same procedure. Verdammt. Ich glaube, wenn man gerade reingeht, dann hat man echtes Problem. Okay, geschafft. Ich bin stolz auf mich. Da möchte ich das doch erstmal mit einem Save State loben. Merken, 15 noch nicht überspeichern. Das könnte noch wichtig werden. Da könnte sogar ein Geheimnis hinter versteckt sein. Nein, nicht so. Nicht so. Das war doch scheiße. Ach komm. Ja, naja, hat funktioniert. Versuchen wir es mal so. Okay, das ist schon mal... Ja, das mag für euch jetzt ziemlich langweilig sein. Ich bin sogar auch relativ ruhig, wie ich selber gerade merke. Aber ich will das wissen, ob das geht. Ich will wissen, ob dahinter ein Geheimnis ist. Das hat wieder nicht funktioniert. Und gute Nacht. Ja, ja, stell dich nicht so an, Vibe. Wir versuchen es erneut. Und rückwärts und vorwärts und rückwärts und vorwärts und rückwärts und vorwärts und rückwärts und... Geschafft und es hat uns nichts gebracht. Gott, bin ich gut. Dafür wissen wir es jetzt. Okay, hat auch funktioniert. Das hat wieder eine Menge Leben gekostet, aber wir sind einen Schritt weiter. Ja, ruhig. Nee, dann versuchen wir doch mal. Oder ist das ungesund? Das ist ein Schütze. Seite wert. Da ist dann aber ein Geheimnis. Definitiv. Da ist ein Schlüssel. Du trollst mich doch gerade, oder, Spiel? Ja, du trollst mich. Oh, ich dachte, es wäre schon rum. Hups. Gut. Nein. Ah, da geht's sogar noch weiter.
Der sieht ziemlich ramponiert aus. Findet ihr nicht? Da rutschen wir ins Wasser. Ja. Ich weiß, es ist nervig. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass da noch was ist. Es sei denn, die trollen halt schon wieder hart. Das kann ich mir bei den Leuten hier auch gut vorstellen. Da ist doch noch was. Siehste. Okay. 18 nicht überspeichern, wichtig. Na, seht ihr? Was habe ich euch gesagt? Ich bin der Beste. Das ist jetzt das zweite, ne? Mhm. Weiß nicht, ob wir das dritte noch finden. Ach komm. Weil ich mich gegen geschlossene Türen gerollt habe. Och Leute, was soll denn der Scheiß jetzt? So. Ein zurück, ein aufnehmen. Nee, das war die falsche Taste. Ja, das hatten wir schon. Musst jetzt auch nicht rumlecken wegen. So. So, das haben wir auch geschafft. Und komm wieder. Da bist du. So. Schön. Hier haben wir jetzt das zweite Geheimnis gefunden. Und fehlt nur noch eins. Wo auch immer das ist, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob wir es schon verpasst haben oder so eine Späße. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Level vor uns, ne Leute? Hoch da jetzt. Nee, hör jetzt auf, Vibe. Das ist nicht nett. Gastgeber und Kampfhelfende werden nicht, und ich wiederhole, nicht mit Pistolen bedroht. Vielleicht ist es ja von da drüben. Ja, das sieht farblich schon mal richtig aus. Oh, wir haben sogar zwei. Trapdoor. Das wird er sein. Einfach, um den Weg zu sparen. Falls wir jetzt runterspringen und sterben. Und ich mache ihn mal wieder für euch. Ja, steigt selber auf den Zopf. Ja, ich weiß, es dauert lang und es bringt nichts, aber das muss einfach ab und zu mal sein. Okay, da geht's weiter. Was haben wir hier? Nur den Weg zurück. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott, Entschuldigung. Bitte töte mich nicht. Oh. Das tut mir leid. Ich habe mich einfach erschrocken. Hatten wir jetzt schon? Ja, hatten wir. Hoch. Wie gesagt, den Rückweg ebnen. Hä? Noch mehr? Wo kommen denn die schon wieder her? Es tut mir leid, dass so viele im Kloster hier sterben müssen. Das ist echt scheiße. Ah, oh, da kommt schon einer. Da kommt ein Elite-Kämpfer, aber er ist ein bisschen spät dran.
Aber hat sich angestrengt. Da ist diesmal wirklich nichts. Andererseits leben davon noch zu viele. Ich habe dauernd Probleme, die zu sehen. Weil das Spiel irgendwie nicht laden will. Dann gucken wir mal, was da hinten ist. Safe State. Mensch. Noch nicht mal ein Part rum und schon wieder ewig oft gespeichert. Ich mag diesen Männerchor. Hätte ich ihnen zugetraut, dass sie das an so einer Stelle verstecken. Das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Der geht runter. Und ich glaube, das ist auch der von uns oder auch nicht von uns veranschlagte Weg. Also wir haben zwei Wege zur Auswahl. Hoch und runter. Machen wir anders. Genau. Wir stellen uns hier an die Leiter. Machen da den Speicherpunkt. Und gucken dann mal, was unten ist. So wie es aussieht, nichts. Schön. Zeit verschwendet. Und jetzt ist keine Musik mehr da. Ach, es ist immer so schade. Bup. Nee. Ja, es ist jetzt ein bisschen blöd für euch. Oh, da ist ein Hebel oder was ist das? Weil ich habe zwei Geheimnisse. Wenn ich zwei Geheimnisse habe, dann will ich das dritte auch haben. Das wisst ihr mittlerweile. Da geht es nicht weiter. Und deswegen bin ich jetzt besonders auf Suche. Jetzt da hüpfen? Nee. Ja, weil du auch mein geringstes Problem bist. So. Ja, da ist er schon. Und bis gleich, Leute. So, und auch schon wieder da. Wupp. Und Schritt. Zack. Tada, nicht aha. Halt, stopp. Hä? Da machen wir doch auch, oder? Gibt's hier oben was? Da, sieht fast so aus. Nee. Ich red mir hier nur wieder was ein. Oh, da ist einer. Aber einer von den Guten. Und Rückwärtssprung. Doppelter Rückwärtssprung-Kombo. So. Nee. Nicht auf den Zielen. Böse Lara. Hallo, starker Mann. Das dachte ich mir. Wir müssen wahrscheinlich hieb. Rolle. Nee, mit Anlauf. Ah, geht sogar noch weiter. Ja. Das wird schon. Ah, sag ich doch. Weil ich es wusste.
Bin ich aber nicht sicher, ob direkt rüber oder auf den Stein. Ist aber etwas, was wir durchaus im Selbstversuch wagen können. Ja, reicht. 1A. Oh, eine Trommel. Eine Trommel. Und kein Geheimnis zu machen. Wo ist mein Geheimnis? Ich möchte ein Geheimnis. Wer möchte ein Geheimnis? Ich möchte ein Geheimnis. Okay. Das war cool. Besonders mit dem Doppelfesthalten. Das war genauso unnütz wie lustig. So, dann machen wir auf hier. Den Schleier der Erkenntnis. Du hast hier gar nichts zu melden. Das hat mich schockiert. Das war zu schnell von der Reaktion hier gerade mit ihr und dem anderen Typen. Das ist, ich mag solche Überraschungen nicht. So, dann speichern wir die nächsten. Wir sind heute ein bisschen vorsichtiger. Beziehungsweise ich bin so genervt vom letzten Mal noch, dass ich immer alles wieder neu machen musste, weil ich so toll war. So großartig. Möchte jetzt aber doch nochmal versuchen, ob das hier was wird. Einen Sinn hat oder... Es wird niemals was. Vor allem ist da dann ja auch nichts. Da komme ich ja gar nicht. Oder? Oder? Wir den höchsten Punkt nehmen. Und den... weitesten Anlauf. Dann schaffen wir es nicht. Load. Dö. Ja gut, dann ist das dritte Geheimnis hier nicht versteckt. Ich sehe es hier ein. Es sei denn, wir haben es hier noch irgendwo in den Bergen ein bisschen runterklettern. Da, nee, das war ein Schatten. Da, nee, auch nicht. Gut, ich lasse es hier sein. Oh, muss mich nicht anschreien, ey. Spiel, ey. Zuschauer, ey, du auch. Hör mal auf jetzt hier mit Radau und so weiter. Da möchte ich das jetzt aber doch nochmal prüfen. Das ist nämlich gar nicht die Höhle. Das ist ja eine andere. Aber es ist wahrscheinlich tief genug, dass man sofort stirbt. Ja, die ist nur zum Sterben da. Gut. Also nur zum Runterfallen. Jetzt gehe ich wirklich runter. Ja, ich gehe ja schon. Hüpf. Hüpf. Wisst ihr was? Das lasse ich einfach. Ich habe genug kleine Medipacks. Wird mich dafür später zwar verfluchen, aber das ist mir jetzt gerade in diesem Moment egal. Da war auch nichts. Versteckter Eingang oder so. Aber es ist immer interessant, wie man da drüben Wasser hört, hier Feuer. Da merkt man halt, wie kompakt das alles wieder gebaut ist. Hier werden irgendwelche Räume drunter. Vielleicht ist hier drunter sogar dieser Raum, wo ich, also dieser Gang, wo ich eben lang bin mit den Feuer und den Stachelschwingen und so weiter. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Ja. Dunkle Ecke? Treppe? Leiter? Nein. Okay. So, und ab hier brauche ich keine Pistolen mehr. Da stehen ja dann gefühlte 20 Aufpasser. Da seht ihr, wie die flackern? Das ist nicht schön. So, wir haben Folgendes. Wir haben einen Schlüssel. Und wir haben mich. Letzterer hat keine Ahnung, wofür er diesen Schlüssel braucht. Jetzt wieder schon. Ich mag es, wenn Erinnerungen zurückkommen. War das der Raum? Hattest du ein Schlüsselloch? Ja. Hattest du auch ein Schlüsselloch? Safe Game. 10 Safe Games in 20 Minuten, das ist einiges, oder? Das war dumm. Aber hat mir fast nichts abgezogen. Ich hatte ja sowieso kaum noch Leben. Nein. Wie no? Das versuchen wir jetzt nochmal. Nein. Dann lade ich allerdings.